Ich sehe einen lachenden Dennis Grob heute. Ich habe ihn schon angekündigt. Du hast heute wieder zwei Tore geschossen, einen Elfmeter, einen Standard auch reingemacht. Und es könnte so weitergehen. Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir sind richtig gut gestartet, ne, in dem Jahr. Also ohne Niederlage, Gegentor in 6 Spiele. Man sieht halt, dass jeder für jeden rennt. Ne? Und wir sind einfach ein Team. Wir sind richtig zusammengewachsen. Und das sieht man, glaube ich, auf dem Platz. Was auffällt, ist auch, wenn ihr vorne mal den Ball verliert, dass er ähnlich wie eine Handballmannschaft, das Rückzugverhalten ist sehr gut. Ja, das meine ich ja. Ne? Also jeder rennt für jeden, wenn man Ball verloren wird, dann geht es direkt wieder in die Formation und versuchen dann den Ball zu stehlen wieder. Und ich glaube, da fahren wir ganz gut mit momentan. Ich habe so den Eindruck, dass es eine Veränderung gegeben hat durch den Tobias Jänicke, dass der den Spielfluss etwas lenkt, das bis er nach vorne lenken kann. Stimmt das? Ich glaube, wenn man Tobias Jänicke in seinem Team hat, da wäre, glaube ich, jede Regionalligamannschaft und Oberligamannschaft froh drüber. Also der Mann ist überragend. Ne? Also der bringt uns zur Sicherheit. Er ist so ruhig und ja, bringt sich ein Team richtig ein und ja, ist richtig stark. Ich wollte ihn eigentlich heute zum Interview bitten, aber du hast ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht mit deinen beiden Toren. Es war heute eine langwierige Aufgabe, hier den Schlüssel zu finden, da vorne mal ein Tor zu machen, obwohl ihr zwei große Chancen in der ersten Halbzeit schon hattet. Aber man muss da ruhig bleiben, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das hat man heute gesehen. Ne? Wir sind ganz klar geblieben. Wir wussten, wir machen unser Ding und irgendwann kommt es zum Tor. Und ja, wir dürfen halt, müssen halt so weitermachen. Ne? Also wir dürfen gar nicht die Nerven verlieren, gar keine. Und das sieht man, glaube ich, momentan, dass mir jeder an sich glaubt. Und wenn es in der 94. Minute ist, dann machen wir es halt noch in der 94. Minute. Ich glaube, das sieht jeder momentan, dass wir so gierig sind, dass wir das Tor noch machen wollen. Ja, es war zu sehen, dass auch die ganzen Leute um die letzten Bälle auch noch gekämpft haben, an der Auslinie noch reingegrätscht sind. Und das ist ein gutes Zeichen, dass die Mannschaft jeder für jeden kämpft. Das war eine, ich habe schon gesagt, eine ganz robuste Truppe. Wie ich habe den Hagen schon gefragt, wie spielt man gegen so eine Mannschaft? Will man die besser schnell überspielen? Oder muss man da körperlich dagegen halten? Also ich glaube, jeder von uns kennt Engers. Ich glaube, jeder weiß, dass sie in die Zweikämpfe gehen wollen mit 100%. Halt dagegen Gegenspiele, also mehr, dass ich hier nicht den Schneid abkaufen lasse. Und es hat, glaube ich, heute super funktioniert. Wir haben sie immer gedoppelt und dann kracht es halt am. Es passiert halt im Fußball, aber ich glaube, die wichtigen Zweikämpfe haben wir alle gewonnen.
Und ja, am Ende haben wir uns damit belohnt. War ja auch ein hartes Spiel, aber kein unfaires Spiel, trotz einer roten Karte hier. Der war glaube ich, gelb-rote Karte. Jetzt hat heute Gonsenheim 13-0 verloren. Jetzt sieht es wieder ganz gut aus für die Sache mit der Relegation. Ja, gut. Was Gonsenheim macht, interessiert mich, glaube ich, und der Mannschaft recht wenig, weil wir fahren damit richtig gut, wenn wir sagen, wir gucken von Woche zu Woche und was am Ende nur denn in 9 Spiele passiert, das passiert. Ich glaube, vor dem Winter hätte keiner gedacht, dass wir überhaupt noch guter Fußball spielen oder überhaupt Punkte holen, sage ich jetzt mal, so schlimm hat es ausgesehen. Und ich glaube, wir kommen ganz gut damit klar, wenn wir immer Woche für Woche denken und am Ende was passiert, sehen wir dann, aber wir gucken immer von Woche zu Woche. Ich habe auch gedacht, nach diesem alljährlichen, kann man schon fast sagen, November-Blues, den der FKP hier an den Tag legt, dass da nichts mehr zu holen ist. Es sieht heute wieder ganz anders aus und man sieht, wie schnell es im Fußball gehen kann. Deine Torbilanz hast du aufgebessert. Ich kann eigentlich nur sagen, mach weiter so, Dennis. Ja gut, du gehörst aber ein Team dazu. Ne? Also ich krieg die Bälle richtig gut serviert, sage ich jetzt mal. Und ja, das sieht man halt, wenn du die Bälle kriegst, irgendwann geht einer rein. Und theoretisch ist es auch egal, wer die Tore schießt. Klar freue ich mich, wenn ich die Tore mache, aber im Endeffekt zählt, dass wir 3 Punkte haben. Und am besten noch zu 0, wie glaube ich, wenn jetzt ein Gegentor in 6 Spiele. Und das ist schon richtig stark. Dann bitte tu mir den Gefallen und leg beim nächsten Heimspiel mal 2-3 auf, dass ich einen anderen Interviewpartner hier habe. Ich danke dir, Dennis. Jo, gleichfalls. Tschüss. Stadt, wo ich herkomm, ist unser Stolz der FKP.